Hallo und willkommen zum neuen Video. Ich habe mir heute eine kleine Feierabendtour rausgesucht. Die habe ich bei Komoot mal wieder geplant vorher. Ich habe die Tour Lachen-Tour genannt, weil es so durch so Sumpf- und Auenlandschaften gehen soll. Ungefähr 10 Kilometer ist die Tour lang. Und wenn ihr wollt, kommt einfach mal ein bisschen mit. Was mir gut gefällt, gleich nach etwa einem Kilometer geht der Weg in schmale Pfade über. Mal gucken, ob das so bleibt. Ich hier schon von Brennnesseln gestochen wurde. Bin übrigens wieder ganz in der Nähe von Leipzig unterwegs. Bin heute aber nicht mit dem Fahrrad gefahren zum Ausgangspunkt, weil ich keine Rundtour mache, sondern bin quasi von Straßenbahnhaltestelle zu Straßenbahnhaltestelle unterwegs. Natürlich überhaupt nicht bedacht habe, wenn man durch Sumpfgebiet läuft, es wimmelt hier einfach von Mücken. Ich bin schon regelrecht zerfressen. Aber was soll man machen? Kann man eigentlich nicht viel machen. Das gehört nun mal dazu. Pizza Lachen. Für mich geht es jetzt nicht dort, sondern dort weiter. Im Endeffekt ist eine Lache nichts anderes als ein nicht beständiges Stillgewässer. Das heißt eigentlich ein Teich, der keinen Zufluss oder Abfluss hat. Also diese Gewässer hier sind quasi vom Regen bzw. von Überschwemmungen abhängig, um zu existieren. Einen Umweg gemacht. Der Weg hier, der sah einfach so schön aus, ist aber dort hinten zu Ende gewesen und entspricht auch nicht der Route, die ich hätte laufen müssen sollen. Deswegen geht es jetzt wieder ein paar Meter zurück. Was ich am Herbst auch immer wieder faszinierend finde, ist, dass viele Pflanzen einfach nochmal ihre letzten Energiereserven aufbrauchen, um nochmal zu blühen. Also laut Komoot sollte eben da vorne ein Pfad reingehen, aber irgendwie ging der dann erst 20, 30 Meter weiter vorne rein.
Und ich weiß auch nicht, ob der hier irgendwann endet. Da lassen wir uns mal überraschen. Denn schaut mal, das ist schon ganz schön schmal. Hey Leute, ich lasse das jetzt. Ich drehe um. Ich bin schon völlig zerstochen von Brennnesseln. Und das hat, glaube ich, wenig Sinn. Die neue Luppe, die hier gezähmt wurde. Wir haben es jetzt 5:45. Ich muss mich ein bisschen sputen. In einer Stunde geht die Sonne unter und ich habe noch ungefähr 5 Kilometer vor mir. Und vorbereitet wie ich bin, habe ich natürlich keine Lampe und nichts dabei. Trotzdem ist es eine sehr schöne Wanderung mit einer wunderschönen Abendstimmung. Sieht man jetzt gerade nicht, aber hat man ja eben gesehen. Ja. Und ihr? Seid mit dabei, ob und wenn ich in die Dunkelheit komme. Ich laufe gerade ein Stück rund um Leipzig-Wanderweg, also das Stück hier seht ihr bestimmt noch in den zukünftigen Etappen. Wir laufen da bestimmt auch bald weiter. Und wenn ihr die erste Etappe nicht gesehen habt, klickt doch mal auf die Infobox. Oh oh Leute. Jetzt kämpfe ich nicht nur mit der kommenden Dunkelheit, sondern auch mit dem kommenden Regen. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Folgt mir mal in den Wald, der jetzt schon echt dunkel ist. Könnt ihr mich überhaupt noch sehen? Ah, mein Arm. Also das ist schon ein bisschen spooky hier. So, die Landschaft hat sich geöffnet, der Wald ist zu Ende, beziehungsweise noch hier drüben. Ich laufe gerade noch durch so ein Parkgelände,
Gleich kommen die ersten Häuser. Die Tour ist gleich zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Schreibt was in die Kommentare, wenn es euch besonders gut gefallen hat. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.